Freunde der Nacht, wir sind da. Hoppala. Schon mal ein Brot runtergefallen. Ja, ich hab genug für euch mit. Braucht euch gar nicht sorgen. Holger hat alles mit, ne? Hör mal. Alles dahin. Ja, alles. Ihr braucht eigentlich keine Sorgen machen. Ich hab genug für euch. Ich hab ganz viele Brötchen mit, Brot mit, ne? Alles gekauft wird. Alles gekauft. Dann müssen wir mal ein bisschen klein machen hier. Brötchen, ne? Naja, ich hab genug mit so. Genug da. Das muss ich nur klein machen. Das klingt aber schlecht. Ja, die Eva ist auch da. Die Eva ist auch da. Mein Gott, was ist denn los heute? Werde immer mehr. Na, jetzt ist doch. Alle kriegen, ja, das könnten die schon wieder. Hör mal auf, Freund. Lass ihn ruhig, die haben Hunger. Und dann macht ihr nur Kreuzchen da. Bleib mal hier, Hund. Hatschiko, bleib hier. Lass mich so rumdrehen, da. Ich war nicht nah, ich glaube, ich muss die Vorhaltzeit machen. Und sonst immer wird der Vorhaltzeit gemacht. Einmal hier. Hast du schon sowas gesehen hier? Ja. Die Handlung fährt die ja weg. Ihr verzerrt die ja. Ja, ich hab nicht. Mach mal den Film, kannst gucken, hat sie so schön war. Ist dann nachher zu sehen. Hat sie so schön war, heißt er. Das ist der bekannteste lebende Hund der Welt, der hat eine größte Seite und hat das immer so gesehen. Er erzählt Geschichte. Das ist ja verrückt, jeder nach Hunde, das ist ja die Zeit, oder? Und das sind Pferdchen. Er ist ein Pfeffer. Was ist das? Drei und drei. Ach so. Die eine ist ein Pferd, und die kam vor drunter. So, was haben die denn? Die hat nur ein kleines Ohr. Ah. Ja, sehr.
Ja. Nur so ein bisschen sehr empfindlich, ne? Da ist immer ein Bahn. Kannst du ja nichts machen, ne? Von mir nicht. Mich akzeptiert er nicht, weil ich zu gutmütig zu ihm bin. Ich habe ihn gerne trotzdem behalten. Nach 4 Jahren hat er uns dann so gut wie nicht mehr gebissen, aber wir konnten ihn auch trotzdem nicht anfassen. Ja. Haben wir dann gewusst, wie man mit ihm umgehen muss. Ja, ja. Das war auch mit dem Hundespiel alles, aber hat die größten Anführerhunde angegriffen, Alpaka. Was war denn egal? Der hat alles. Ich habe ja keine Angst. Nee, keine Angst. Der hat alles gekämpft. Das ist immer verpasst. Immer. Ja. Und er ist auch fertig. Nicht so, ne? Ich weiß nicht, was da noch drin ist. Das Schwarze, wie nennt man die Schwarze? Labrador? Ja, Labrador ist das drin. Er ist gutmütig. Er kommt mit allen Hunden aus, er frisst auch mit den Jungs drin, ne? Wenn die Jungen haben, darf er hin. Der muss auch aufpassen, ne? Nee, er nicht. Er ist auch nicht. Da füttern die seit 7 Jahren. Okay. Und wenn... Guck mal, die Jungen, da ist immer so ein Klaus. Ja. Auch trotzdem, da füttern die auch im Sommer, aber ich soll auch im Sommer füttern. Wir haben das gelernt. Ja, ja. Die wollen trotzdem Futter. Ja, weißt du, da hinten raus, die sind ja gut gesehen, alle in Reihe gesetzt. Ja. Wir laufen 15 Kilometer am Tag. Okay. Jeden Tag. Und toll. Aber hier sind kaum Menschen. Nicht schlecht. Sie ist wüsste gar keinen. Ja, ja. Sie ist keine Mensch. Aber auch hier vorne an der Ecke, da ist die freie Akademie schön da. Ja. Die verweise ich für einen Freund, das ist ein Hotel mit Kunsthalle. Seit 7 Jahren verweise ich das, aber ist leer, steht leer, aber wird beheizt und betreut und bewacht. Und die letzte Ausstellung war von Günter Krass da drin. Okay. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, Günter Krass ist Freund von dem Eigentümer gewesen. Leider ist er verstorben. Ja. Die ist Krass gehabt, finde ich. Ja. Ja. Mit seiner Vergangenheit haben sie das ganz schön gekämpft. Naja. Wir haben jetzt noch Bilder davon. Okay. Aber die mir gefallen sind, ich habe sie aber koloriert. Also nicht die Bilder, was Fotos gemacht hat, die dann koloriert. Ja. Bilder. Aber so krass weiß ich nicht. Ist nicht meine Welt. Hier kommen 50 bis 100 Schwäne, die wir jeden Tag dann füttern. Ja, bleiben wir hier. Und schön ist, wenn die fliegen dann weg, ja. Und abends kommen die Wiesen ein und landen, das sieht toll aus. Das sieht toll aus. Habe ich auch schon gesehen. Aber bald reicht eine Tüte nicht für die, dann müssen wir noch mehr. Nicht mehr, als wir noch Futter haben. Das war ein Futter, den wir noch her.
eine Möwe dazu. Hm? Die Möwe ist ja drauf. Nee, das ist der weiße Ente. Ja, nee, da liegt daneben. Ah ja, das ist der weiße Ente, die heißt Eva. Okay. Eva, die fütter ich eigentlich immer so ein bisschen besonders. Aber die kommt schlecht ran an Futter. Aber eben taucht sie, guck mal. Da haben sie abgenommen. Diese Rugby-Spieler, ne? Eva, komm! Cool! Es gibt ein österreichisches Topmodel namens Eva Stellhofer und die habe ich gefragt, ob ich ihr den Namen geben darf. Die hat gesagt, ja, mach mal. Seitdem heißt sie Eva. So, Freunde, wir kommen heute Mittag nochmal. Ihr müsst nochmal Futter haben. Das reicht nicht ganz. Tschüss.